Na, wer hat das hier schon mal gesehen? Nennt sich Heilsteinwasser und ist zurzeit wirklich der Trend schlechthin. Glauben Sie nicht? Edelsteine mit Heilwirkung sind gerade voll im Trend. Heilsteine. Vielleicht hast auch du schon einmal das Wort Edelsteinwasser gehört. Kristalle einfach ins Wasser legen, was anschließend getrunken wird. Weil die Heilkraft der Natur ist echt extrem. Ich habe keinen Plan, wie die heißen oder für was die sind. Ja, mir geht's da tatsächlich total ähnlich. Also ich finde das Thema super spannend. So richtig verstanden habe ich es aber noch nicht. Also, wie funktioniert das und was kann das? Also, außer ziemlich stylisch auszusehen. Es soll wohl heilende Kräfte haben. Weil da Salzsteine drin sind? Bestimmt irgendwelche mineralisierenden Steine oder sowas. Ja, es ist neutralisiertes Wasser. Man hat das Gefühl, es schmeckt wirklich lebendiger. Echt? Ich habe echt keine Ahnung. Da haben wir jede Menge Halbwissen eingesammelt. Reporterin Kira Schlender macht sich darum auf den Weg zu Berlins erster Adresse, wenn es um Steine geht. Ins Mineralienzentrum Klaus Lenz. Das gibt es seit 35 Jahren. Den Heilstein-Hype spürt Geschäftsführer Alex Hoffmann deutlich. Besonders nach Schulschluss wird sein Laden neuerdings von TikTok-wütigen Jugendlichen geradezu überrannt. So, Alex, ich brauche jetzt endlich Antworten. Was machen die Steine mit dem Wasser? Ja, sie energetisieren das Wasser, sie geben ihre Schwingung an das Wasser ab. Also ein Mineral oder so geht nicht ab, sondern nur die Schwingung, also die Ausstrahlung des Steins geht in das Wasser über. Sagt der Heilsteinehändler. Dadurch sollen sie auf Körper und Seele wirken. Der Bergkristall zum Beispiel soll unseren Geist schärfen. Doch nichts toppt den Rosenquarz. Man sagt auch Stein der Liebe. Ein wichtiges Thema. Ja, den können wir auch alle gebrauchen. Ja, absolut. Okay, also, das heißt, ich muss den quasi jemanden so ins Glas werfen und dann verliebt er sich. Genau, oder am besten legen, ja, weil es ist immer noch ein Stein. Okay, genau. Ich hab's nicht geworfen. Und der Stein kann eben wirklich eine sehr harmonische Schwingung verbreiten. Und das ist natürlich zwischenmenschlich immer von Vorteil. Mineralienläden dürfen übrigens keine Gesundheitsberatung wie zum Beispiel Apotheken machen. Jetzt aber ran ans Heilwasser. Dafür soll man Leitungs- oder stilles Wasser aus der Glasflasche nutzen. Plastikflaschenwasser wird nicht empfohlen. Und Steine rein. Jetzt mindestens 5 Stunden warten, also wirken lassen. Und schmeckt man den Unterschied? Laufen wir? Ja. Ja, dann. Cheers. Okay, zuerst ohne. Schmeckt nach Wasser. Und jetzt mit Heilstein. Das schmeckt tatsächlich ein bisschen anders. Ich kann auch nicht sagen, wonach. Aber dennoch riesig ist der Unterschied natürlich nicht. Ob die Steine wirken, kann Kira beim einmaligen Probieren nicht beurteilen. Übrigens, naturbelassen oder geschliffen macht angeblich keinen Unterschied. Diese Rohsteine hier haben allerdings einen Nachteil. Nach der Zeit können die nämlich so ein bisschen anfangen zu bröckeln. Na, lecker. Dass Heilsteinwasser gerade voll im Trend ist, zeigt sich vor allem im Netz. Das Angebot ist riesig. Steinstarter-Sets gibt es hier ab 7 Euro. Besonders beliebt Glaskaraffen mit integrierten Steinkammern. Und diese Glasstäbe, die ins Wasser gestellt werden. Ob die Steine jedoch auch durch eine Glaswand wirken, ist in der Szene umstritten. Ach ja, über Heilsteinwasser soll sich übrigens auch das Haustier freuen. Und die Topfpflanze. Menschen, die auf Heilsteine vertrauen, sind von ihrer positiven Wirkung fest überzeugt. Doch wie blickt die Allgemeinmedizin auf das alternative Heilmittel? Hey Felix! Es gibt keinerlei Evidenz, keine medizinische Evidenz, dass die Wirkung von Heilsteinen oder sonst irgendwas über den Placebo-Effekt hinausgeht. Es kann ja sein, dass jemand, der schwer krank ist, auf die Wirkung von Heilsteinen vertraut und dann vielleicht seine Medikamente absetzt oder vielleicht gar nicht mehr zum Arzt geht. Dann kann es natürlich sein, dass sich seine Krankheit verschlimmert. Und dennoch, der Placebo-Effekt sollte nicht unterschätzt werden. Denn wir wissen ja, dass der Placebo-Effekt wissenschaftlich total gut funktioniert. Und wenn jetzt jemand unbedingt einen Heilstein kaufen möchte und sich den leisten kann und gleichzeitig in guten Händen ist medizinisch und auch ein Arzt darauf guckt und er weiter seine Medikamente nimmt, dann kann der das ja tun. Beim Thema Heilsteine trifft Wissenschaft auf alternative Überzeugung. Die Meinungen gehen weit auseinander. Ich stehe da nicht drauf. Warum nicht? Weil ich das für Blödsinn halte. Ich glaube an sowas. Ich glaube schon ein bisschen dran. Ja.
eher skeptisch, aber ich sag mal zum Wohl sozusagen. Oh, danke. Ja. Alles klar. Ciao. Tschüss. Wunderwasser oder doch wirkungslos? Der Trend mit den Heilsteinen. Am Ende scheint es eine Glaubensfrage zu sein.